So eine Let's Play Runde Tomb Raider Definite Edition. Ich werde mir jetzt noch ein paar Einstellungen vorher ansehen, bevor ich herausfinde, ob die Tonqualität stimmt, ob ich zu sehen bin im Video und so weiter. Außerdem sind noch ein paar kleinere Einstellungen notwendig, um herauszufinden, wie die Qualität denn tatsächlich des Videos ist und dass man auch alles ganz gut hier übertragen kann. An die Stelle dauert jetzt kurz nur ein Augenblick. Ich mache mal kurz die Einstellungen. Okay, also ich bin zu sehen, ich bin zu hören, das Video ist stabil. Gut. Jetzt noch eine kleinere Einstellung und... Okay, gut. Das wäre erledigt und wir können beginnen. Gut, bei dem Spiel habe ich jetzt 13% Spielfortschritt. Das bedeutet, wir steigen nicht direkt von Anfang an ein, sondern machen direkt weiter von dem 13%igen Spielstand. Ich habe jetzt eine neue Kletteraxt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren bekommen und die werden wir auch gleich ausprobieren an der Felswand, die sich da vorne ergibt. Aber vorher möchte ich die Fähigkeiten überarbeiten. Bei Tomb Raider hat man leichte Rollenspielelemente. Es ist klar, dass hier Menschen leben und sie sind organisiert. Sie da das Serien reviewt. Aber warum? Von Square Enix. Es ist wie so eine Art Kult. Hergestellt wurde. Was wollen Sie? Wonach suchen Sie? Diese Fähigkeiten hier vorne kann ich noch nicht freispielen. Noch nicht benutzen oder aktivieren. Weil den Überlebens. Fähigkeiten kann ich nur die zwei hier auswählen, weil ich die anderen, die drei hier, weil ich die anderen beiden schon besitze. Das symbolisiert zwar kleine Haken oben links. Oder ich habe diese Fähigkeit, den sicheren Schuss. Sind sie konzentriert, haben sie mehr Zeit, um mit ihrem Bogen zu zielen. Okay. Oder sammeln sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Knochensammler, plündern sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten sie zusätzliches Bergungsgut. Findige Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Das wäre natürlich auch eine ganz gute Idee. Dennoch besitzen wir genug Munition und uns fehlt es auch nicht an Munition bisher in diesem Spiel. Diese Fähigkeit ist ja sekundär, würde ich sekundär einordnen wollen. Natürlich zusätzliches Bergungsgut ist immer gut.
Damit kann man natürlich Waffen aufbessern. Und das ist von Vorteil. Oder zusätzliche Belohnung. Die sehen wahrscheinlich so aus, dass wir zusätzliche Munition erhalten. Ich bin hier für das zusätzliche Bergungsgut. Hindern von Tierkadavern, die wir erlegen. Die haben in diesem Spiel benötigt, um wiederum Fähigkeiten und Waffen zu verbessern. Hier haben wir einen Bogen, den wir verbessern können. Für 200 Werbungsgut. Das sieht man jetzt hier unten unter dem Bild. So viel Bergungsgut haben wir noch nicht. Wir haben 156 momentan. Aber da finden wir schnell mehr. Da können wir zum Beispiel auch die Waffe, die Pistole, die wir hier in unserem Besitz haben, verbessern. Okay. Damit wäre der eine Fähigkeitspunkt ausgegeben. Und wir beginnen. Und ich beginne mit dem Let's Play Tomb Raider. Das hier sind jetzt die Überlebensinstinkte, die man aktivieren kann, um zu sehen, wo es dann weitergeht. Da oben haben wir einen Kompasspfeil, der uns das Ziel markiert. Jetzt wird hier geklettert. Hier sehen wir ein Flugzeug vor uns. Dort befindet sich zusätzliches Bergungsgut, was wir allerdings erstmal entflammen müssen. Dazu benötigen wir entweder Brandpfeile, die wir momentan noch nicht besitzen, oder wir können dort mit einer Fackel hingehen. Freizulegen, um das Bergungsgut freizulegen aus diesem Netz, das wir hier vorne sehen. Die Frage ist, möchte ich dahin? Ja, in Ordnung. Wir werden uns erstmal dieses Bergungsgut holen. Da wir hier die Möglichkeit haben, eine Fackel zu entzünden. Hallo, werte Zuschauer. Ich könnte auch gerne die Chat-Funktion nutzen, die ich hiermit auch kurz. Hallo. Ich gehe mir doch kurz einweihe, so nenne ich das jetzt einfach mal. Das zusätzliche Bergungsgut können wir ganz gut verwenden, um Waffen zu verbessern. Wir besitzen hier den Bogen und die Pistole mit 25 Schuss. Natürlich ist eine stärkere Pistole oder eine verbesserte Pistole von Vorteil, da sie zum Beispiel auch weniger schwanken kann durch das richtige Upgrade. Das ist wiederum von Vorteil, wenn man jetzt viele Gegner vor sich hat oder ein erhöhter Schaden und so weiter. Das ist natürlich in unserem Interesse und das möchten wir auch. Hier sehen wir Pfeile. Wir haben allerdings momentan genug Pfeile, 30 sind die Anzahl, die wir besitzen. Hinter dieser Tür befindet sich was, da benötigen wir aber weitere Ausrüstung, um diese Tür öffnen zu können. Genau wie hier. Eine Schrotflinte. Meiner Ansicht nach eine bevorzugte Waffe, die man sehr gerne benutzt, zum Beispiel hier, um diese Barriere freizuräumen. Aber gut.
da möchten wir hin, zu dem leuchtenden Punkt, den der Kompasspfeil markiert, der sich momentan da hinten befindet. Dort ist unser Ziel. Oder das ist unser Ziel, da begeben wir uns hin. Tomb Raider wurde von Square Enix rebooted, also neu auferlegt, und der Serienreboot von Tomb Raider ist meiner Ansicht nach viel besser als die ganzen Teile vorher. Mittlerweile ist auch ein zweiter Teil von Tomb Raider erschienen, allerdings nur für die Xbox. Für die PlayStation 4 dauert das bis zu einem Jahr, bis das erscheint. Oh, ein geheimes Grab in der Nähe. Da sehen wir auch gewisse Insignien an der Wand, die uns wohl den Zielpunkt bringen. Das ist dann nicht sonderlich gut versteckt. Wir können uns ja mal kurz die Karte ansehen, bevor wir das Grab erkunden. Hier befindet sich das geheime Grab, das ist unsere Position. Diese beiden Gebiete haben wir schon erforscht und Gegenstände eingesammelt. Das ist die komplette Karte, die wir zum Erforschen hier haben. Unser Ziel ist es, den Wasserfall zu erklimmen. Und wir versuchen natürlich in dem Gebiet eine Schatzkarte zu finden, die uns wiederum Objekte oder uns Objekte zeigt, wie zum Beispiel Dokumente, Reliquien, Geocaches, Erleichterungen und so weiter. Das sind die ganzen Fachthemen in dem Spiel. Für die sammelbaren Objekte, die wir hier unten eingeblendet sehen. Das bedeutet, diese ganzen Objekte können wir in dem Bergdorf sammeln, wo wir momentan 8% von den Objekten haben. Das ist ein Dokument, ein Geocache. Und eine Erleichterung, die in der Form einer Herausforderung aussieht, wie zum Beispiel erledigen Sie 10 Dinge hiervon, wie zum Beispiel eine Laterne zerstören oder sämtliche Medaillen von Bäumen schießen. Okay, erkunden wir das Grab zuerst. Hier sehen wir natürlich diese Zeichnungen, die uns dahin bringen sollen, total unauffällig. Ah, der geheime Eingang. Oh, Moment, er lag doch was. Ah, ein weiteres Geocache. 13 weitere befinden sich noch in diesem dritten Gebiet. Das ist jetzt eine Laterne. Diese können wir aber nicht zerstören. Dann wäre das Fadenkreuz hier an dieser Stelle rot, wenn das möglich wäre. Mit der Kletteraxt, die wir jetzt besitzen, können wir steile Wände erklimmen. Hier haben wir ein Skelett ohne Beine, das an einen Pfosten gebunden wurde, vermutlich als Markierung, dass man aus diesem Gebiet eher fernbleiben sollte. Ja, weitere Totenschädel befinden sich hier. Das bedeutet, der Ort, den wir hier betreten, nicht sonderlich menschenfreundlich, da wohl etwas vor einem verborgen werden soll. Hier sehen wir ein Gebirge und einen Kreis. Unter dem Gebirge ist wohl ein Insignie oder eine Markierung, dass sich unter einem Berg etwas befinden soll. Wie zum Beispiel dieses Grab, das wir jetzt hier erkunden.
Pfosten, weitere Skelette an Pfosten gebunden. Bei Dunkel in dieser Höhle, wir können unsere Überlebensinstinkte nutzen. Auf L1 ein bisschen mehr Sicht zu erhalten in dieser Höhle, da die Fackel nur einen sehr begrenzten Raum erleuchtet. Eine Tropfsteinhöhle. Ah, hier mal ein Lager. Okay, Fähigkeiten haben wir gerade abgegradet. Weitere Ausrüstung können wir gerade nicht verbessern, da uns das Bergungsgut fehlt. Das Nötige dafür. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Das Grab der Unwürdigen. Okay. Ah, da befinden sich Säcke, angebundene Säcke, die wir durch Feuer, also mit Hilfe einer Fackel oder Brandpfeilen, die wir gerade nicht besitzen, entzünden können, um dieses zusätzliche Gewicht von dieser Plattform zu entfernen, die uns dann an einen höheren Ort und mit Hilfe dieses Flaschenzugs bringt. Das wollen wir gerne gleich machen. Ah, da befinden sich Gegenstände drin. Plunder. Neuzeitliche Gegenstände wie Flaschen und Stiefel, also Müll, den wir nicht benötigen. Wir suchen nämlich nach Schätzen. 250 P, sehr schön. Wir sind gar nicht mehr so weit entfernt von einem weiteren Levelaufstieg. Hier sehen wir Kerzen, rote Kerzen. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Ah ja. Hier sehen wir noch weitere Markierungen auf den Wänden. Das könnte eine Keilschrift sein. Wie schon gesagt, oder wie vorhin erwähnt, wir befinden uns hier auf einer Insel, wo die Sonnenkönigin Himiko angebetet wird, und alles deutet auf diese Sonnenkönigin hin, wie zum Beispiel diese Linien, die nach oben führen, und diesen roten Kreis, den wir hier erkennen können, was ein Symbol für die Sonne darstellen könnte. Ja, ein Dreieck und Schriftzeichen. Nun gut, dieses Wandgemälde oder Bild. Oh, da haben wir auch schon den Schatz, die Truhe. Sehr schön verziert. Ah, okay. Wir haben 1052 EP und eine Reliquienkarte gefunden. Das ist natürlich schön zu sehen, dass sich diese Karte hier findet. Ein Seidenfächer kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehören. Ein Seidenfächer.
kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Okay. Diese Reliquie hatte ich allerdings schon in meinem Besitz. Das war nicht das, was wir in diesem Grab gefunden haben. Nun gut. Schauen wir uns nochmal das Menü an. Also das durchsuchte Grab hier unten, also die Markierung 1 von 2 haben wir entdeckt. Genau, hier haben wir auch diese Kartenmarkierung. Ah, genau. Okay, sehr schön. Jetzt sind hier, dadurch, dass wir die Karte entdeckt haben, alle Gegenstände sichtbar, die wir hier finden können, wie zum Beispiel diese Reliquien. Diese Karte ist sozusagen vom unschätzbaren Wert in diesem Gebiet oder wie in jedem anderen Gebiet, haben wir natürlich die Möglichkeit, diese ganzen Schätze zu finden. Da markieren wir auch auf dieser Karte jetzt die Reliquie und sehen uns diese gleich an. Mit den zusätzlichen EP können wir eine weitere Fähigkeit verbessern und mit dem zusätzlichen Bergungsgut über 200 haben wir hier gefunden. Allerdings möchten wir uns erstmal eine weitere Fähigkeit wählen. 3 von 9 Fähigkeiten gemeistert, erkennen wir hier an diesem Haken oben. Für die Fähigkeiten Überleben oder die Überlebensfähigkeiten haben wir hier zur Wahl die Überlebenskunst, sammeln Sie so die zusätzliche Belohnung beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen und Pfeile wiederfinden, findige Bogenschützen ziehen ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Okay, diese Fähigkeiten sind noch nicht frei, die benötigen einen höheren Rang. Die Überlebenskunst, zusätzliche Belohnung, wäre natürlich eine Möglichkeit. Wir haben hier aber auch noch den sicheren Schuss zur Auswahl. Und den nehmen wir jetzt erstmal. Neue Fähigkeit gemeistert. Halten Sie aufgeladene Bogenschütze doppelt so lange. Okay, das ist doch vom Vorteil. Gut, und das zusätzliche Bergungsgut können wir natürlich auch investieren in Waffen-Upgrades. Jetzt ist die Frage, möchten wir unseren Bogen verbessern? Natürlich hier mein Bild eingeblendet. Puh, das könnte man jetzt natürlich verkleinern. Allerdings belassen wir das heute dabei. Hierfür benötigen wir 450. Für den Pistolenlauf. Schon hier für 300. Einen Augenblick, ich stelle kurz ein kleineres Bild ein. Jetzt bin ich natürlich nicht zu sehen an dieser Stelle, da ich mich im Menü befinde. Das dauert nicht lange. Das ist nur schnelle Einstellungen. Ich werde die Kamera hier unten links positionieren und da kann es auch schon weitergehen. Der Schnellfeuermodus für 300. Modifikationen am Abzug erhöhen die Schussfrequenz. Erweitertes Magazin, ein größeres Magazin, das 10 Kugeln fasst. Und das Salvenmodus, den wir auf R1 aktivieren können, der jetzt nicht nachgerüstet werden kann, da uns noch 14 Bergungspunkte fehlen. Wir möchten allerdings unseren Bogen weiter verbessern, da das die Waffe ist,
sehr gerne benutzen. Gewickelte Sehne. Eine höhere Schussfrequenz ist jetzt möglich. Unser Bogen teilt jetzt den Schaden aus und macht mehr. Und schießt schneller. Okay. Das Bild möchte ich dann doch kurz umstellen, wieder auf die obere rechte Ecke. Okay, das Grab haben wir erfolgreich geplündert. Aufzeichnungen haben wir nicht gemacht, was anständige Archäologen tun sollten. Hier weitere Tierknochen und Menschenknochenreste. Oder eher gesagt, Archäologen, die ihren Beruf ausführen, zeichnen natürlich die Funde auf, die sie entdecken, anhand von Skizzen und anderweitigen Materialien kommen natürlich auch an, die man hat, um diese Funde aufzuzeichnen. Okay, Lara ist jetzt hier gestrandet mit ihrem Team. Das ist ihr erstes Abenteuer. Das erzählt die Geschichte von Lara Croft. Wie sie zu Lara Croft wurde, wie man sie aus den anderen Videospieladaptionen und Filmen kennt. Das bedeutet, in diesem Spiel oder in der Ultima Defiant Edition, die wir gerade spielen, ist quasi ein Prequel zu den ganzen anderen Teilen, bei dem wir sehen können, wie Lara Croft zu Lara Croft wurde, also welche Geschehnisse dazu führten, dass sie angefangen hat, die taffe Heldin zu sein. Oder die taffe Schatzsucherin zu werden, die sie geworden ist. Ah, da befindet sich noch etwas weiteres. Das Relikt, das wir bergen möchten, befindet sich in dieser steilen Hütte. Befinden sich zwei Feinde, die sich unterhalten. Gehen wir rein! Die wir jetzt allerdings alarmiert haben, dadurch, dass wir die durch unsere Aktion mit der Laterne, die wir gerade entzündet haben, wir hätten da auch natürlich anders vorgehen können. Ein Huhn. Jetzt ein Huhn zu töten, finde ich jetzt nicht sonderlich sinnhaft. Dennoch belohnt das Spiel diese Aktivitäten, indem man Rohstoffe sammeln kann und Erfahrungspunkte und Bergungsgut. Daher ist es im Spiel sinnhaft, Tiere zu erjagen oder zu erlegen.
die zusätzlichen Fähigkeiten, die wir hier freigeschaltet haben, bringen uns natürlich mehr. Wir erhalten viel mehr Werbungsgut als vorher. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Durch die Dokumente, die wir finden, erhalten wir natürlich zusätzliche Informationen und Hintergründe über die Insel und die Dinge, die dort vor sich gehen und wer diese Sonnenkönigin ist. Erfahren wir mehr, ob es eine Gottheit ist oder eher nicht. Daher, wenn ich jetzt weitere Dokumente finde, werde ich in dieser Zeit nicht sprechen, damit wir uns in Ruhe darauf konzentrieren können, was vorgelesen wird, was ich sehr angenehm finde, etwas vorgelesen zu bekommen. Meiner Ansicht nach angenehmer als etwas selbst lesen zu müssen. Immer noch zusätzliche Pfeile gefunden. Das Relikt, das wir bergen möchten, befindet sich dort oben. Nachdem wir die Feinde ausgeschaltet haben, möchten wir natürlich zu diesem Schatz. Das hier ist eine Lebensmitteltruhe. Da befindet sich meist nicht viel drin, außer Erfahrung, Punkte und andere Dinge. An dieser Stelle nochmal Hallo an alle Zuschauer. Schön, dass ihr einschaltet und dran bleibt. Hier haben wir auch dieses Relikt. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Ah ja, wir haben hier einen alten Mörser gefunden, womit man zum Beispiel Medizin herstellen konnte. Wenn jetzt, wie erwähnt, sich dort Knochenreste befinden. Knochen wurden vermutlich früher auch schon zur Arzneiherstellung verwendet. So ein Mörser ist natürlich ein wichtiges Element. Ah, sehr schönes Relikt. Schauen wir uns. Suchen wir nach weiteren. Sind wir jetzt hier auf unserer Karte verzeichnet. Da befindet sich das nächste Relikt. Das möchten wir markieren. Befindet sich in einem höheren Punkt, diesen zu erreichen, müssen wir höher klettern, also dieses Gebirge weiter erklimmen. Das Werbungsgut 30, das kann man jetzt ganz leicht hier an dieser Seite erkennen. Jetzt verdecke ich natürlich
ein Teil des Sichtfeldes. Das sind die Herausforderungen, die ich vorhin angesprochen habe. Wir müssen hier 10 Statuen entzünden, um diese Herausforderung zu meistern. Das bedeutet, wir müssen auch diese Statuen finden, die sich in diesem ganzen Gebiet überall befinden können. Um einen weiteren Levelfortschritt oder Spielefortschritt zu erzielen. Ach, da leuchtet noch was auf dem Dach. Ein Geocache. Da befindet sich eine weitere Bergungsloot-Kiste. Und da leuchtet auch was ganz leicht noch im Hintergrund. Weitere Tiere, die erjagt werden können, wie Hühner. In diesem Gebiet. Natürlich existieren hier auch Wildschweine und Rehe. Natürlich nicht in diesem Gebiet. Ich fände das jetzt natürlich nicht unbedingt sinnhaft, dieses Huhn zu töten. Dennoch tue ich dies, um die Belohnung zu erhalten, die das Spiel hierfür anbietet. Erwischt. Hier haben wir noch einen weiteren Geocache. Bergdorf. Werbungsgut und Erfahrungspunkte, die wir benötigen, um unseren Charakter weiter auszubauen. Natürlich bringt ein Huhn nicht viel, aber je mehr man davon erhält, umso schneller kommt man in der Charakterentwicklung voran, wenn es auch nur wenig ist. Jetzt haben wir keine Fackel hierbei. Wo befindet sich hier die nächstmögliche Gelegenheit, eine Fackel zu entzünden, um an dieses Bergungsgut zu gelangen? Das wäre jetzt natürlich nicht sonderlich sinnhaft, aber ich wollte nochmal überprüfen, ob das nicht möglicherweise ebenfalls an dieser, im Bergdorf, in dem wir uns befinden, eine weitere Herausforderung ist, die zu erledigen wäre. Okay, die Fackeln sind zündet. Jetzt möchten wir das Bergungsgut holen. Dabei müssen wir darauf achten, dass unsere Fackel nicht erlischt. Sonst war das alles. Sonst war der Weg. Sonst kann der Weg gleich nochmal gemacht werden, um an diese Bergungsgutkiste zu gelangen. Jetzt haben wir vorhin etwas auf dem Dach gesehen, in dem Gebäude. An dieser Stelle gelangen wir nicht aufs Dach.
möglicherweise doch. Ja. Ah ja. Eine Herausforderung, Eierwilderin. Okay. Eins von fünf Vogelnestern damit entdeckt und die Eier gestohlen. Da befindet sich das Relikt, das wir bergen möchten. Manchmal werde ich mich ein bisschen räuspern. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Ich sollte nicht zu sehr eine zu große Geräuschbelästigung stellen. Natürlich ist das hier ein Feindgebiet, das wird uns hier suggeriert. Da hier alles vermodert und veraltet ist, das zusammenbricht. Bei Dialogen werde ich auch weniger sprechen. Wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Also wir suchen eine Kommunikationskonsole, um die Kommunikation weiter auszubauen. Und wir sind auf der Suche nach Sam. Sam, unsere Teammitglied von uns, das entführt wurde von einem Inselbewohner. Alle Inselbewohner, die sich hier befinden, sind entweder gestrandet, aber sind hier gestrandet. Es scheint eine Art möglicher Bermuda-Dreieck zu sein. Möglich, dass wir an dieser Stelle nicht an das Relikt gelangen können. Das befindet sich dort hinten und vermutlich auf dem richtigen Weg. Wir können aber natürlich auch an diese Orte, den Bergdorf, wieder zurückkehren. Jederzeit. Bitte! Oh. Das muss alles nicht sein! Diese Gegner sind von mir. Haben wir hier Feinde ausgeschaltet, die in diesem Gebiet einen Wachposten erstellt oder zur Wache sich aufgestellt haben. Natürlich sind diese Feinde bewaffnet, diese möchten die Tempelanlagen und die Schätze von Himiko, der Sonnenkönigin, finden und treffen hier auf Lara und die Teammitglieder, die ebenfalls auf der Suche nach der Tempelanlage sind oder nach den Hinweisen nachgehen, die überliefert wurden. Und hier ist ein Spalt. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich
weitere Wrackteile. Und ein Lagerplatz. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Was ist denn? Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay. Dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott. Cut. Cut. Cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt. Das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf. Das war jetzt ein Video, das die Story vorantreibt. Was geschehen ist, also wir haben gesehen, dass wir uns auf dem Schiff gefunden haben, um hier nach Yamatai zu gelangen, wo wir dann auch gestrandet sind, weil wir in ein Unwetter gelangt sind. Und die ganze Crew, die wir gesehen haben, hat sich zum Teil hier auf der Insel verstreut und wurde zum Teil auch von den Bewohnern der Insel entführt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch diesen Doktor gesehen, Dr. Whitman, wenn ich mich recht im Sinne, dass der Name dessen so war.
der einen Film, eine Art Dokumentarfilm gedreht hat, als Aufzeichnung. Dieser interessanten Reise. Und ja. Wir haben jetzt noch keinen weiteren Fähigkeitspunkt freigeschaltet. Allerdings, mit Hilfe der erworbenen Fähigkeiten, haben wir weiteres Bergungsgut gefunden. Und zwar vermehrt. Und können somit unsere Waffen weiter upgraden. Für den Bogen haben wir momentan nichts weiter. Für unsere Kletteraxt ebenfalls nicht. Hier sind ein paar Outfits, das ist auch nicht zu verbessern. Wir können nur unsere Handfeuerwaffe mit dem Bergungsgut momentan aufwerten, da uns andere Ausrüstungsgegenstände und Waffen noch fehlen oder nicht in unserem Besitz sind. Okay, Schnellfeuer, mehr Munition. Oder die R1-Fähigkeit mit dem Schnellfeuer. Wir nehmen das Schnellfeuer. Oder den Salvenmodus, der auf R1 aktiviert wird. Das möchten wir, da haben wir unser ganzes Bergungsgut hier dafür ausgegeben. Schauen wir uns das einfach mal an, indem wir ein paar Schüsse abgeben. Ah, okay. Das sind drei schnell aufeinanderfolgende Schüsse, die abgegeben werden. Interessant. Mit besserer Ausrüstung werden uns die Kämpfe leichter fallen. Ja, was haben wir hier? Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir haben eine Münze gefunden. Mit japanischen Schriftzeichen. Okay, sehr schön. Ein weiterer Punkt. Da sehen wir den Funkturm oder einen Funkturm, den wir uns gerade nicht bewegen. Vielleicht doch. Ich werde kurz auf die Karte schauen, um festzustellen, ob sich hier weitere Gegenstände befinden. Okay, das Bergdorf haben wir verlassen. Die Gegenstände noch nicht eingesammelt. Wir mit der Schatzkarte auf unserer geografischen Karte markiert, die jetzt markiert sind. In diesem Gebiet haben wir schon 40% den Zugang zur Basis. Hier befindet sich noch eine weitere Reliquie und zwei Geocaches. Ich überlege gerade, ob wir nochmal zurückgehen und weitere Objekte bergen. Oder ob wir im Spiel weiter voranschreiten. Wir werden uns kurz nochmal Schnellreisefunktion nutzen. Nochmal in das Gebiet zurückkehren. Und dann doch zwei, drei Objekte zu bergen. Das wird nicht lange dauern.
Stelle zu gelangen, scheint etwas schwierig zu sein. Sag ich mal, wie kommen wir an diese Stelle? Vermutlich gibt es einen Weg, der jetzt sofort sichtbar erscheint. Oder wir haben noch nicht die richtige Ausrüstung, um an diese Stelle zu gelangen. Das ist eine Möglichkeit, die sich hier ergibt. Nun gut. Kurze Planänderung, wir werden doch wieder zurückkehren in das Gebiet, wo wir weiter vorankommen. In der Spielgeschichte. Nun doch. Die Gegenstände zu bergen, darauf werden wir uns etwas später konzentrieren. Hier ist ein verwundetes Crewmitglied, was von Wölfen angegriffen wurde. Da sehen wir auch eine Blutspur. Er hat sich hier sehr gequält. Wir haben mal geholfen, indem wir einen Verbandskasten gefunden haben. Und ihn damit verpflegt haben. Natürlich kann er jetzt nicht weiterreisen. Oder das Gebiet erkunden. Durch seine Verletzung. Bedingt durch seine Verletzung. Schauen wir uns mal kurz um in diesem Gerümpel an Metallschrott. Ein weiterer Geocache, ein weiterer befindet sich in diesem Gebiet. In dem Spiel wird nicht näher erklärt, was ein Geocache genau ist. Ich denke einfach, das wird eine Art Markierungsmöglichkeit sein. Oder man kann sich die jetzt auch nicht näher ansehen. Versuchen wir es mal. Findet. Die Fähigkeiten aber nicht. Die Geocaches, die man einsammelt, die scheinen einfach nur eine Art Münzen zu sein, die keine Münzen sind, aber die Funktion dieser Münzen auf besonderen Münzen erfüllen oder irgendwelche Koordinaten, das Funksystem vielleicht, das wir hier hinter uns geschnallt haben. Einfach nur ein sammelbares Objekt ohne tiefen Nutzen. Jetzt wurde der Alarm aktiviert. Wir werden beschossen. Thank you.
Als wäre nicht jemand dort. Könnten wir jetzt auch unseren neuen Salvenmodus ausprobieren. Die Frage war, dass dieser eine Gegner, der sich oben verschanzt hatte. Ja. Ah. Die bedrohliche Musik ist verschwunden. Das bedeutet, alle Feinde, die Gegner, sind in diesem Gebiet fürs Erste beseitigt. Jetzt werde ich mich unten sind die Leichen der Feinde zu durchsuchen. Da befinden sich viele Gegenstände, die wir gerne bergen möchten. Zum Beispiel Munition und Bergungsgut. Ja, einiges an Bergungsgut. Es sieht gut aus, dass wir bald wieder genug zusammen haben. Um unsere Ausrüstung zu verbessern. Um sich hier in diesem Beton, in dieser Betonbehausung verschanzt. Oh, genug Erfahrung gesammelt, um einen weiteren Kirchplatz zu finden. Eine Münze der Edo-Periode.
geprägt im späten 17. Jahrhundert. Könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Auf dieser Insel landen sehr viele Wracks. Das hat einen Grund. Durch eine Art Bermuda-Dreieck Wetterverhältnisse, die Schiffe und Flugzeuge beeinträchtigen und damit eine Waffenmodifizierung, sehr schön, damit Waffenmodifizierungen sind etwas, womit man Waffen verbessern kann. Wie zum Beispiel den Bogen, die Pistole, Kletterachs. Auf dieser Insel landen sehr viele Wrackteile, also Schiffe und Flugzeuge, durch die Wetterbedingungen, die ganz mysteriös sind und Schiffe und Flugzeuge zum Absturz bringen. Hey, wir haben den zweiten Geocache gefunden. Damit haben wir in diesem Gebiet 100% gemeistert. Das sehen wir hier unten, dass wir 100% von den möglichen, bei dem Zugang zur Basis, möglichen Gegenstände entdeckt haben. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Ein japanischer Bunker? Wahrscheinlich. Ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Also die feindliche Gruppe, die sich hier befindet, nennt sich die Solari und Matthias ist der Anführer dieser. Das entnehmen wir diesen Dokumenten, die wir hier finden. Embrace the Flames. Okay. Graffiti. No onions. Das ist ein sehr gut lesbares Graffiti. Viele Graffiti sind nicht so gut lesbar. Wenn ich nicht so gut zu verstehen oder zu hören bin, bitte ich um ein kurzes Feedback anhand eines Kommentares, damit ich informiert bin. Entdeckt.
Wow, das war schade. Hat man nicht mit einem Kunstwurf eine Dynamitstange. Also schade. Vorsicht, Vorsicht, es ist voller Benzin. Echt? Wofür brauchen Sie das? Punkte, wenn man jetzt Kopfschüsse vollzieht mit dem Teppich. Mit einem sehr schönen Muster. Naja. Ein Teil. Ah. Dann finde ich etwas, das wir anzünden können. Dafür benötigen wir eine Feuerquelle, die sich hier befindet. Hier befinden sich noch vier weitere Transparente, die wir verbrennen können, um Erfahrungspunkte zu generieren und zu sammeln. No one needs. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Hier befindet sich noch ein weiteres Poster. Giftgas oder Gas, wenn das giftig ist.
wahrscheinlich ein gelungener Wurf. Oh, wir haben Maschinengewehr gefunden. Hoppla. Fahr zur Hölle. Das war so nicht beabsichtigt. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Feldbericht der Expedition. Okay, sehr zuversichtlich. Jetzt suche ich No One Leaves und eine kleine Abbildung eines Flugzeugs. Ja, die Insel ist sehr schwer zu verlassen. Das soll propagiert werden. Warum das so ist, das erfahren wir möglicherweise. Jetzt mit den Feuerquellen. Ich ein bisschen sparsamer umgehen können. Hängt dann nämlich dieses eine Poster, das wir noch nicht verbrennen konnten für Erfahrungspunkte. Aber das ist ein sehr fortgeschrittenes Spiel und es gibt Möglichkeiten, dies zu tun. Geocache. Okay. Brotherhood of the Sun. Also ein Sonnenkult. Mit dem, was hier zu tun haben. Jetzt Licht an! Du wirst sterben!
Okay. Das war ein Hinterhalt. Aber das haben wir erfolgreich überstanden. Jetzt wird da Raum gelootet. Vater Messias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Volarin. So nennt sich der Sonnenkult. Und Matthias. Suche ich jetzt die Wände ab nach einem weiteren Transparent, das sich hier befand. Damit fehlt uns nur noch ein Transparent, um diese Herausforderung. Fear the Demons. Father Matthias will get us free. The storm is watching. Ja, Matthias wird wohl von den Solari in der Form verehrt, dass er ihnen die Möglichkeit bietet oder finden soll, von dieser Insel, diese Insel zu verlassen. Ja. Die alle eingesperrt sind. Wird die Insel nicht verlassen können. Guerilla-Taktiken. Ah. Da haben wir den zweiten Geocache. Bergbasis. Ich erwarte noch irgendwo Munitionskoffer. Den möchte ich natürlich gerne mitnehmen. Wasser. Anscheinend kann ich mehr Munition nicht bei mir führen. Nein.
Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Oh. Wir sind nicht mehr weit weg von dem Level, vom Stieg. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Hier sehen wir die Tagebücher von Matthias. Wie es wir sehen können oder gehört haben, es geht auch um den Sturm. Also, die kultische Methode mit dem Sturm ist hier zentral. Beweggründe von Matthias, ob man die nachvollziehen kann. Hier wird es wohl weitergehen. Da schauen wir uns ein bisschen weiter um. Ah, hier befindet sich das letzte Poster. Da wird es transparent. Was wir für Erfahrungspunkte gerne verbrennen möchten. Hey, Herausforderung Nummer 1. Zeigt ganz eindeutig auf den Funkturm. Ich möchte nämlich ein Signal absenden. Erstmal gehen wir unsere Bietes Bergungsgut und Erfahrungsgut aus, um ein paar neue Upgrades zu erhalten. Oh, Kämpfer-Upgrades, das sind wir. Welche Möglichkeiten haben wir hier? Einmal die Überlebenskunst, Pfeile wiederfinden, Schmerztoleranz, halten sie im Kampf mehr aus, um zu überleben, schmutzige Tricks, werfen sie am Feind in Steine,
und Dreck ins Gesicht, um sie anfällig auf ihre Angriffe zu machen. Das geht auch. Wir haben jetzt beides. Aber wir nehmen erstmal die Fähigkeit. Schmerztoleranz. Neue Fähigkeiten. Sie können mehr Schaden einstecken, bevor sie sterben. Gewehr-Upgrades. Dieses Upgrade werden noch mehr Teile benötigt, die in Kisten gesammelt werden. Yeah. Okay, ich werde nochmal die Position des Bilds verändern. An dieser Stelle bin ich kurz nicht zu sehen, oder das Bild ist komplett kurz aus. Das dauert nicht lange. Okay, ich habe jetzt das Bild etwas kleiner gemacht. Damit können wir das besser lesen, was da steht. Die Rücklaufbremse beseitigt effektiv das Gas beim Feuern und verringert so den Rückstoß. Okay. Hier haben wir eine Rückstoßminderung. Erfolgshafter schafft. Moment, haben wir schon. Oh, jetzt habe ich aus dem Klebeband Doppelmagazin. Das Ganze wäre noch dafür ausgegeben mit einem falschen Klick. Nur gut, jetzt haben wir hier ein Doppelmagazin. Zwei mit Klebeband verbundene Magazine erhöhen das Nachladetempo. Ordnung. Holsterung von Gewehrkolben und Griffen zur Stabilisierung der Waffen beim Feuern. Ein größeres Magazin für 15 zusätzliche Kugeln. Das werden wir auch upgraden. Ich möchte mal gerne mehr Schaden. Ein polierter Auswerfer für die Schüsse. Okay, wir haben gar nicht die Möglichkeit, hier den Schaden zu erhöhen. Aber wir können jetzt schneller nachladen mit unserem Gewehr. Und haben ein größeres Magazin. Okay, haben wir unser ganzes Werbungsgut jetzt ausgegeben. Ja. Das werden wir auch benötigen in dieser Basis. Der Bogen ist auf jeden Fall die bessere Distanzwaffe. Halt die Schuhe!
neue Waffenmodifizierungen. 13. Oktober 1990. Über die Jahre gab es andere Überlebende, aber ich habe sie stets gemieden. Und liefen sie mir über den Weg, zeigte ich keine Gnade. Aber nun brauche ich andere. Um voranzukommen, muss ich die Insel beherrschen. Also werde ich eine kleine Gruppe loyaler Gefolgsleute um mich scharen. Sie müssen begreifen, wie wichtig Macht und Organisation sind. Und noch wichtiger, sie müssen ohne Zögern töten können. Denn das wird ein Teil ihres Lebens sein. Sie brauchen Struktur, ein Ziel und Arbeit. Und wenn die Insel mein ist, werde ich das wahre Geheimnis der Stürme lüften. Das Geheimnis der Stürme. Das möchten wir lüften, alle gemeinsam. Zum Teil. Also nicht, dass wir uns mit dem Kreis verbinden möchten. Und so aus, dass wir hinter demselben Geheimnis her sind. Hält aber eine Menge aus. Das Gewehr macht auf Distanz sehr wenig Schaden. Okay. Hilf.
Hier oben haben wir ein weiteres Netz mit Werbungsgut. Und jetzt haben wir eine Feuerquelle, um dieses Netz entzünden zu können. Da hätten wir auch schon einen. Nichts weiter. Eine Feuerstelle. Da können wir unsere Werbungsgut für weitere Upgrades investieren. Und neuen Fähigkeitspunkt haben wir ebenfalls. Ich werde gleich wiederkommen. Ich bin noch mal kurz an einem stillen Ort. Bin gleich wieder da. Okay, ich bin wieder da. Die nächste Fähigkeit, die wir uns aussuchen möchten, sind die schmutzigen Tricks. Ja. Neue Fähigkeit gemeistert, drücken Sie Kreis zum Ausweichen und Dreieck, um Feinden Dreck in die Augen zu werfen. Okay. Neue Fähigkeit, neuen Fähigkeitsrang freigeschaltet. Glückwunsch, ein neuer Fähigkeitsrang wurde freigeschaltet. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen. Drücken Sie Dreieck in der Nähe von Feinden, um diese mit der Axt anzugreifen. Attackieren Sie Feinde mehrmals, um sie zu betäuben. Okay. Also wir haben damit gleich zwei Fähigkeiten freigeschaltet. Das ist ganz gut. Ah, und es haben sich hier auch weitere Fähigkeiten. Klettergewandtheit, Orientierung mit freigeschaltet. Verbessern wir unser Gewehr. Polsterer schafft eine Polsterung von Gewehrkolben und Griff zur Stabilisierung der Waffe beim Feuern. In Ordnung. Gut. Ich werde jetzt nochmal die Position der Einstellung ändern. Damit bin ich noch nicht so ganz
zufrieden, wie sich diese Einstellung hier zu sehen ist. Das geht ganz schnell. Okay. So kann es gerne weitergehen. Falls du etwas an den Einstellungen. Oh. 17. September 1982. In meinem Geist formt sich ein Plan. Um die Macht der Insel zu erschließen, muss ich erst begreifen, was hier geschehen ist. Ich brauche Zeit und Platz, um den Ort zu studieren. Es gibt hier viele Geheimnisse. Die wichtigsten davon sind die Ruinen eines alten japanischen Reichs und eine mysteriöse Königin. Mit ihr begann alles. Mysteriöse Königin ist Himiko. Je mehr Dokumente wir finden, umso mehr verstehen wir die Geschichte diesen Ortes, wo wir uns befinden. Ich muss noch mal ganz kurz die Kamera auf die andere Seite bringen. Das macht mich so ganz, lenkt mich ein bisschen zu sehr ab, wenn mein eigenes Bild unten links ist. Okay, los geht's. Das Mikrofon funktioniert und ich zu hören bin, davon gehe ich aus. Falls das nicht so sein sollte, bitte ich um ein kurzes Feedback oder eine kurze Nachricht mit das Mikrofon, du bist nicht zu hören oder du bist sehr schlecht zu hören im Augenblick. Ich vermute, dass das nicht der Fall sein sollte. Aber es kann ja dennoch passieren. Man kennt ja Technik, die ist ja dann einfach mal. Funktioniert nicht so ganz, wie man sich das vorstellt oder wie man es gerne hätte. Daher bitte ich um eine kurze Rückmeldung, falls das eintritt, dass ich nicht zu hören bin. Aber ich bin zu hören und daher ist das vollkommen super. Okay.
Der Turm müsste das Signal des Senders verstärken. Okay. Gut, such den Notkanal. Und warte auf ein klares Funksignal, bevor du den Notruf absendest. Hey. Wir drücken hier unten die Daumen so fest wir können. Danke. Antwort. Internationale Notsignalreaktionssystem erreicht. Schildern Sie Ihre Lage, geben Sie Ihre... Mayday! Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Wir sind auf einer Insel im Drachendreieck gestrandet. Wir brauchen Hilfe und auch Medizin. Bitte antworten. Komm schon, komm schon. Mayday, Mayday, hier spricht Lara Croft von der Endurance. Hier ist Flugzeug N177A. Wir suchen seit dem Notsignal Ihres Schiffes nach Ihnen. Hatten kaum noch Hoffnung. Wir auch nicht. Wir können Sie ungefähr orten. Kriegen wir ein visuelles Signal? Mir fällt schon was ein. Wir nehmen Kurs auf Sie. Out. Ja, Lara Croft, du bist meine Heldin! Hey, hat Reyes gerade tatsächlich gelächelt? Gut. Ein Signal. Ja. Ein Feuer. Benzin, Flammen. Das kriege ich hin. Okay, damit hätten wir gut den Funkspruch abgegeben. So kommt man definitiv runter. Muss mal ein Signal erstellen mit Hilfe von Treibstofftanks. Genau. Einen Weg finden, das Benzin anzuzünden. Ja, so sollte es gehen. Nach oben. Also halten Sie Viereck. Viereck, okay. Bedeutet, ich kann jetzt überall mit Hilfe von Viereck Feuer anzünden. Das ist ja klasse. Okay. Die Munition haben wir auch nicht zu wenig. Sollte man das Benzin jetzt nicht unbedingt so weit spannend. Man sollte auch nicht so nah kommen. Da ist es! So. Da kommt dieses Gewitter im Wetter.
Ein Überlebender. Ich muss zu. Sehr bauchige Keramik. Mit schönen Verzierungen. Wurde der Überlebende von den Solari angegriffen, bevor wir ihn rechtzeitig erreichen konnten. Tragisch. Da man bedenken muss, dass die jetzt hier waren, um uns zu retten und von der Insel zu bringen, da wir hier ebenfalls gestrandet sind. Waffenmodifizierung. Abstürzen lässt. Das ist irrational. Du weißt, dass es irrational ist, Lara. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Etwas übersehen haben. Ich hätte den Himmel überprüfen müssen, einen anderen Landepunkt bestimmen. Ich war nicht vorsichtig genug. Und jetzt sind sie tot. Ja, Lara hat das gerade richtig wiedergegeben. Durch das unvorhersehbare Unwetter, das auftritt und die Flugzeuge und Schiffe stranden lässt, ist das Mysterium der Insel. Das genauer zu untersuchen. Jetzt vorrangig. Wir haben unser Magazin der Pistole erweitert. Das ragt jetzt ein bisschen unten raus. Dann haben wir mehr Waffen. Mehr Schüsse abgeben. Lara! Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts.
Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Okay, da hätte jetzt ein bisschen mehr Mimik gefehlt, weil bei dem, was Lara gerade gesagt hatte, da war mehr Emotion drin, als ihr Gesicht Polygone hergaben. Gut. Hier drüben! Damit können wir den Gegnern zum Beispiel die Decken rauben. Gegner halten schon nicht viel aus. Hinter stattfinden. Aber die neue Ausrüstung ist natürlich wichtig, die wir jetzt erhalten haben. Okay. Ja, geht mal hoch. Wir untersuchen jetzt das Wasser hier ein bisschen. Möglicherweise gibt es noch ein verstecktes Grab, den wir hier begeben könnten. Das ist über den Wasserfall. Oder nicht? Komm nach raus.
Richtung des gleichen wechseln. Dieses Seil ist sehr wichtig, damit können wir viel überbrücken und viele Orte gelangen, die wir vorher nicht gelangen konnten. Das macht es auch interessanter, wenn wir zum Beispiel an Orte zurückkehren, bei denen wir schon mal waren. Okay. Und hier hoch. Okay. Und die Stelle gelangt von anders. Ach genau, wir können jetzt auch damit Türen öffnen, die wir vorher nicht öffnen konnten. Zum Beispiel hier vorne. Es soll aber auch eine Möglichkeit geben, die wir da hochgelangen. Das ist das jetzt gleich die Lösung sehe. Das müssten wir wahrscheinlich zurück. Befindet sich dann doch nichts. Bis auf diese Nahrungskiste, die da vorne war. Sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich habe sie hergerufen, Ross. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier Copilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben.
Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen, Wolf. Okay, wir sind wieder in einem Level aufgestiegen. Nicht tauschen. Frage ist nur, welche Fähigkeit wir gerne hätten. Was haben wir zur Auswahl? Einmal Überlebenskunst. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Genau, das sind Lebensmitteltruhen. Davon finden wir so viele zusätzliche Belohnungen. Dort zu finden wäre auch nicht schlecht. Unter anderem Werbungsgut vermutlich. Oder Waffenteile? Kann man gar nicht so genau sehen. Erfahrung. Pfeile wiederfinden ist jetzt nicht so sehr wichtig für die Pfeile. Klettergewandtheit, verbessern Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Das war natürlich auch ganz nett. Setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnungen zu finden. Das wäre natürlich klasse. Gewichtheber, Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Erfahrener Mörder, schalten Sie Ihre Feinde mit Finesse aus, um größere Belohnungen zu erhalten. Okay. Axtexperte, versetzen Sie Feinden mit Ihrer Kletterachse einen tödlichen Hieb. Ausweichkonter, weichen Sie einem Gegner aus, stoßen Sie ihm einen Pfeil ins Knie und versetzen Sie ihm dann den Todesstoß. Okay, ich gehe mal kurz an die Tür. Meine Katze aus dem Zimmer zu lassen, hat sich beschwert anhand von Geräuschen, die Katzen halt so machen. Geht zum Beispiel hier um. Okay, das waren zwei wichtige Fähigkeiten, die ich aber jetzt nicht so, die ich eher sekundär einschätzen würde. Ich finde diese Fähigkeit ganz gut. Setzen Sie Ihre geschärften Sinne ein, um versteckte Belohnungen zu finden. Das nehmen wir. Orientierung, neue Fähigkeit gemeistert. Sammelobjekte sind auf der Karte sichtbar und leuchten hinter Mauern auf, solange Ihre Überlebensinstinkte aktiv sind. Gut. Dann probieren wir das auch vielleicht mal aus. Sehen wir hier schon interessante Gegenstände? Die Kompassnadel markiert den Zielort. Dieser befindet sich erstaunlicherweise diesmal unten anstatt oben gelegen. Das bedeutet hier, klettern runter. Die Frage ist nur, wie wir das anstellen möchten. Lara, wenn du schon drauf bestehst, solltest du nicht trödeln. Tut mir leid, Ruth, aber ich kann ihn nicht einfach da draußen alleine lassen. Oh, das war nicht so gut gelöst. Na gut, dass wir gerade einen Speicherpunkt begegnet sind. Natürlich müssen wir hier die neue Fähigkeit einsetzen, um weiterzukommen. Bitte sauber. Okay. Abzusagen.
mag sein, aber Befehl ist Befehl. Geh runter zu den anderen am Blut. Du durchsuchst diese Ruinen. Ja. Hilfe! Hier. Ist da jemand? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind mit einer Gruppe Männer zu einer Art Bar gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems, auch bekannt als tanzende Pilze. Tanzende Pilze. Okay. Interessantes Relikt ohne größeren materiellen Wert. Das ist ein Teil, da man eher sowas wie Gold erwartet oder Gegenstände aus Gold, bei denen man denkt, dass die tatsächlich einen hohen Wert besitzen. Und eingelegte Pilze in einem Glas, die vor Jahren verschlossen wurden, sind dann natürlich keine goldenen Gegenstände. Aber wir freuen uns, wenn wir interessante Objekte finden, Relikte. Wir sind jetzt wieder in dem Gebiet, in dem wir schon waren. Ich bin jetzt aber mit zusätzlichen Fähigkeiten mehr Orte erreichen oder andere Orte hier erreichen. Und das Gebiet hat sich auch verändert. Weil das Flugzeug hier abgestürzt ist. Durch das Unwetter. Da sind die Wrackteile, die brennen jetzt noch. Da ist das Signal. Da müssen wir hin, dass die Kompassnadel, die unser Ziel markiert. Allerdings lohnt es sich ebenfalls, sich hier noch weiter umzuschauen. Gut. Wir können das Gebiet auch noch etwas später wieder erkunden. Ach, da befindet sich weiteres Grabungsgut.
Brücke eins von drei Teilen für das Gewehr gefunden. Also es befindet sich nicht nur Bergungsgut in diesen Kisten, sondern auch Teile oder Modifikationen, um ein Gewehr weiter verbessern zu können. Also wenn wir zwei weitere Teile finden, dann können wir, schalten wir die Möglichkeit frei, unser Gewehr weiter zu verbessern. Das ist genau das, was wir möchten. Da, der blaue Rauch markiert unter anderem einen weiteren Zielpunkt, den wir ansteuern werden, um uns da weiter umzuschauen. Nee, schon ganz nett. Ich wundere mich, der Partner verschwunden ist. Unmittelbar in seiner Nähe. Ja, der Feind. Syndikat. Fünf weitere Statuen fehlen. Das hier ist jetzt die Statue der Sonnenkönigin. Unter anderem sind diese ganzen Statuen dafür verantwortlich, dass der Sonnenkult sich in der Form zeigt. Sonnenkult auf dieser Insel existiert. Ja, wir haben es gerade in der Nähe. Hier haben wir ein Haus mit einem X, eine Sonne darüber, drei Gebirge und drei Kreise darunter. Okay, das X markiert die Stelle. Natürlich eine Sonne. Natürlich viel mit der Sonne zu tun. Gar nicht so gut zu erkennen hier vorne, aber es scheinen eine Art Pfeile und damit Strahlen zu sein, jedenfalls von einer Sonne möglicherweise stammen. Wird das mal etwas besser abgebildet? Ja, das wird eine Sonne sein, das oben und das darunter, und die Energien möglicherweise, der Sonnenschein, die Sonnenstrahlen, die von dieser Sonne scheinen. Das ist der Ort, zu dem wir möchten, aber wir erkunden vorher dieses Grab. Gefäße aus unterschiedlichen Materialien und Knochen. Das deutet wohl auf eine Opfergabe hin zu der Sonnenkönigin, die hier unterschiedlichster Art und Weise abgebildet ist. Es scheinen jetzt hier Winde zu sein, die hier zentral sind. Möglicherweise beherrscht die Winde, die sie in der Hand hält. Das könnte aber auch ein Gewand sein.
so einfach zum Fabrikieren. Da haben wir eine kleine Butterstatue. Auf den Armflächen. Ja, Schutz. Als Barriere. Hinter uns sind weitere Butterstatuen und verschiedene Größen. Vorne liegen Gewächstöpfe. Töpfe, aus denen Saatgut sprießt. Alles aufschließt. Optionales Grab. Bogen, die Teile, die wir vorhin eingesammelt haben, auch modifizieren. Provisorischer Langbogen zur Recoverbogen. Also der Langbogen wird zu einem Recoverbogen umgewandelt. Oh, der sieht jetzt natürlich auch anders aus. Sehr schick. Ich wüsste, wo sind wir zu. Okay. Hier fahren wir noch ein bisschen Material. Das ist ein Werbungsbuch. Bei der Waffe fehlt uns auch nur noch ein. Also den Boden kann man auf unterschiedliche Art und Weise aufbauen. Der Boden ist hier auch meiner Ansicht nach die wichtigste Ausrüstung in der Waffe. Wieder raufkommen. Da bin ich zu gespannt. Aber das wird uns zum Boden bringen. Da muss man natürlich schnell sein. Und im richtigen Augenblick springen. An dieser Stelle stimmt. Bedeutet, wir kurbeln, wenn die erste Klappe sich öffnet. Wir versuchen so das Timing auszuloten, damit wir das richtige Timing hier erwischen. Und jawohl. Super. Das war die dritte Lösung. Wunderschön.
gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Bin ich sehr gespannt darauf, was wir hier bergen. Fähigkeit, glaubt ihr, hat es auf Jigs gemeistert. Erfahrungspunkte, ein Teil von Handfeuerwaffe. Okay, wir haben einen Teil der Handfeuerwaffe. Und die Karte. Okay. Also damit haben wir die Schatzkarte gefunden, um die ganzen Teile bei dem Ort zu sammeln, in dem wir uns befinden. Das bedeutet, diese ganzen hellen Punkte, die abgebildet sind, sind durch die Schatzkarte auf unserer Karte im Bergdorf erschienen. Und wir können diese Dinge jetzt alle gezielt ansteuern. Das war schon sehr wichtig. Und diese Rätsel machen auch am meisten Spaß, finde ich, der Ansicht, die Gräber zu öffnen. Vielleicht noch eine weitere Fähigkeit freischalten. Überlebenspunkt. Der Kadaver, ja, so viele Tierkadaver haben wir gar nicht. Teile, die da sind, nicht so interessant. Wettergewandtheit kommt schon eher hinzu. Das können wir hier freischalten. Plünderung. Können Sie bei Toten finden versteckte Taschen und diese Kombination zueinander eher genug. Kartografie. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind auf Ihrer Karte verzeichnet. Oh, das ist ziemlich gut. Ich bin jetzt immer gar keine Schatzkarten später mehr. Gewichtheber. Diese erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Schalten Sie Ihre feine Munitionsmesser aus, um größere Belohnungen zu erhalten. Oder sekundär. Achsexpert. Setzen Sie eine sekundäre Zette Achse an den Hieb. Mit ausreichenden Achsen. Oder sekundäre Fähigkeiten. Erhöhte Stärke nicht in die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Das klingt natürlich schon eher darauf, auf etwas Taktischem. Wenn man auf den Wetter wieder ein bisschen zu Wetter kommt, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Ich werde das hier mal die Sturzschäden stellen, nicht einfach schon. Von der Bergung nicht mehr investieren. Bei dem Boden kann man hier nichts mehr weiter machen. Ja, Feuerwaffe, da fehlt mir ein Upgrade. Damit 50% der Feuerwaffe vollständig aufgerüstet. Dafür haben wir nicht mehr Bergungsgut. Sehr schön, funktioniert mir auch. Dafür bin ich mir noch zwei weitere Teile, um das Gewehr freizuschalten. Wir nehmen das hier. Schnellfeuermodus.
also wie ich vorne, wie hier vorne eingeblendet zu sehen war, sind die aktualisierten Orte der Schätze hier durch die, das Finden der Schatzkarte zu sehen. Und das war jetzt nochmal der Vermerk, dass man dies auch tun kann. Diesen Zielort werden wir noch ansteuern. Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Hier sehen wir einen silbernen Flachmann. Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen Drink. Verlorene Freunde scheint meiner Ansicht nach etwas unwahrscheinlich, ja. Getötete Feinde, würde ich sagen, ist zu 60% wahrscheinlicher als verlorene Freunde. Beides ist natürlich möglich. Ein Stück. Natürlich viel zu erkunden, ah, da befinden sich weitere. Ein Nest mit Eiern. Das möchten wir auch gleich plündern. Und im zweiten Teil kommt auch genau drei fehlen noch. Um die Herausforderung zu meistern. Ein weiteres Teil für das Gewehr gefunden. Oder eins fehlt noch, dann kriegen wir weitere Waffenmodifikationen. Und dann haben wir noch drei Statuen. Wie komme ich jetzt hier darauf? Vermutlich mit der Hilfe des Bodens und dem Seil. Ich frage es nur, wo kann ich den insgesamt? Da gehe ich auf weitere. Ein weiteres Nest. Das bedeutet, es fehlen gleich zwei Teile. Zwei Nester fehlen dann noch. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren. Denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. So. Kommen wir hier zu diesem Problem? Genau.
Ich muss darüber. Der zweite Gestrandete aus dem Flugzeug. Den ersten haben die Solari erwischt, bevor wir zu ihm gelangten, um ihn zu retten. Und der zweite hat hier eine Markierung gemacht. Dessen Name ist wohl Captain Gesso. Und der ist dann hier weiter vorgedrungen. Natürlich gibt es hier noch vieles zu entdecken. Das möchten wir uns aber später genauer ansehen. Hier haben wir nochmal ein eine Statue der Sonnenkönigin sitzend, Arme hinter den Beinen verschränkt. Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge, sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Ausgedorrte Schlucht. Okay. Das geht jetzt nicht. An dieser Stelle werde ich die Übertragung beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und einen schönen 4. Advent heute. Das Video werde ich vermutlich später auf YouTube nochmal hochladen, falls man sich das nochmal ansehen möchte oder falls man etwas verpasst hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst wieder, wenn es heißt nicht. Let's Play Tomb Raider oder ein anderes Spiel. Macht es gut. Tschüss.